Der Goldpreis zeigt die stärkste Bewegung seit dem Corona-Tief 2020. Und viele Anleger fragen sich jetzt zu Recht, ist das noch eine Chance, jetzt von dem Goldpreis und von der Goldpreisentwicklung zu profitieren? Wo sind die wichtigen Unterstützungen, falls der Markt doch nochmal dreht und auf die Unterstützungen kommt? Wo lohnt es sich möglicherweise für Investoren und Trader einzusteigen? Das wollen wir in dieser Ausgabe beleuchten. Außerdem die wichtigsten Entwicklungen bei dem größten Goldbergbauunternehmen Newmont mit einer sehr großen Übernahme, was es damit auf sich hat, auch das in dieser Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir wollen für euch jetzt zwei Videos pro Tag zur Verfügung stellen. Das erste Video dann am Vormittag, was dann ein Thema im Konkreten beleuchtet und euch kompakt informiert zu einer Thematik und dann auch entsprechend nicht so lange ist in der Regel wie dann am Nachmittag. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und seid bei uns mit dabei. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Goldpreisentwicklung im Allgemeinen seht. Und wenn man sich so den Markt anschaut und auch so das Sentiment, was Gold betrifft, dann merke ich zumindest, dass da auch so ein bisschen die FOMO-Angst mitspielt. Also die Angst, jetzt noch was verpassen zu können, nachdem der Goldpreis über 20% vom Tief angestiegen ist. Und es ist sogar auch so, dass dann die Analysten das auch befeuern. Sie sehen natürlich den Anstieg, den Gold schon gezeigt hat. Und die UBS sagt zum Beispiel auch, ja, also Gold wird womöglich auch das Ziel von 2100 US-Dollar, was eigentlich bis 2024 März geplant war, von der UBS schon früher erreichen. Zwei Punkte sind es, die im Wesentlichen den Goldpreis aktuell beeinflussen. Zum einen die Angst vor der Rezession, der sichere Hafen, wenn die Wirtschaft unter Druck gerät, wenn die Unternehmensgewinne sinken, was ja auch schon angedeutet wurde an anderer Stelle, dann sorgt es eher dafür, dass die Menschen ihr Geld in Gold anlegen wollen und dort dann sich gegen die Rezession absichern wollen. Zum anderen ist es aber auch ganz klar im Moment die Entwicklung beim US-Dollar. Alles, was in US-Dollar gehandelt wird, ist natürlich von der Stärke und Schwäche des US-Dollars abhängig. Wenn der US-Dollar besonders stark ist, dann ist er ein Gegengewicht zum Gold und ist sozusagen auch dann die Alternative. Und wenn Gold schwächer wird, Entschuldigung, wenn der US-Dollar schwächer wird, dann ist das natürlich positiv für den Goldpreis. Aktuell können wir festhalten, dass die US-Dollar-Stärke wahrscheinlicher ist als die US-Dollar-Schwäche. Das hängt nämlich damit zusammen, weil die US-Notenbank, die Fed, eher dem Kurs hält, dass sie die Zinspolitik weiter so fahren möchte, wie sie es aktuell macht, nämlich sehr restriktiv. Während der Markt gerade davon ausgeht, dass die Fed die Zinsen wohl in diesem Jahr noch senken wird, vielleicht sogar zweimal senken wird. Demgegenüber stehen aber diverse Aussagen von Fed-Offiziellen, zum Beispiel auch von dem Fed-Vorsitzenden der New Yorker Fed, Herr Williams. Er hat gerade gestern auch klargemacht, dass die aktuelle Bankenkrise keinen Einfluss auf die Fed-Politik haben wird. Und er spricht sich auch dafür aus, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Wir sehen das so, dass die Marktdivergenz, also das, was der Markt erwartet und das, was die Fed wohl machen wird, gerade sehr groß ist und dass das eher schwierig ist für den Gesamtmarkt und sich auch auf den Goldpreis auswirken kann. Wir schauen uns dann einmal die technischen Komponenten an bei Gold. Die stärkste Anstiegsbewegung hatte ich zur Einleitung auch gesagt. Damit meine ich, diese klare Welle von 26% in der Spitze ist stärker als die Welle, die wir hier zuletzt gesehen haben. Und nach dem Corona-Tief war der Anstieg stärker. Also ein historisch starker Wert, den der Goldpreis hier aktuell zeigt, läuft in die Richtung von vom Allzeithoch bei ungefähr 2080 Dollar. Wir hatten euch auch in der letzten Ausgabe technisch auch erklärt, warum 2050 Dollar eine potenzielle Zielmarke ist. Falls wir in Gold noch nicht investiert wären, dann würde ich wirklich darauf gucken, ob es einen Rücksetzer gibt aus technischer Sicht in den Bereich von ungefähr 1950. Das wäre eine eher spekulativere Variante.
eher konservativ, können wir festhalten, falls der Goldpreis in Richtung 1900 ungefähr geht. Seht ihr hier die 20-Wochen-Linie, die hier schön immer als Unterstützung fungiert hat und hier auch immer wieder Widerstand war. Die steigt ja weiter und wäre dann im Bereich von rund 1900 Dollar angesiedelt. Was die Rezessionsangst angeht, aus unserer Sicht, das ist noch nicht komplett durch. Und das spielt natürlich auch gegen die Theorie, dass der US-Dollar stärker wird. Wenn der US-Dollar stärker wird, heißt es eher, dass der Goldpreis nochmal zurückkommen kann. Die Rezessionsangst, wenn die weiter hoch bleibt und vielleicht stärker ist als die Schwäche, als die Entwicklung beim US-Dollar, dann ist es so dieser Gegenspieler. Dann muss ich zeigen, wer davon tatsächlich dann Recht behält und wer sich dann durchsetzt. Wir können aber auch festhalten, dass, weil ja der Markt annimmt, dass die Fed die Zinsen senken wird, zweimal in diesem Jahr. Und das korreliert ja auch zeitlich mit dem Anstieg bei Gold. Falls also der Goldpreis vor allen Dingen deshalb gestiegen ist, weil er davon ausgeht, die Goldbullen, weil die Goldbullen davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen senken wird und deswegen der Goldpreis davon profitieren kann, dann ist das etwas, was der Markt jetzt schon vorweggenommen hat und was den Goldpreis unter Druck bringen kann, wenn die Fed tatsächlich dabei bleibt und die Zinsen nicht senken wird, sondern den restriktiven Kurs weiter verfolgen wird. Ich hoffe, das ist verständlich. Man muss es aber auch differenziert sehen. Ihr merkt schon, da sind viele Komponenten, die damit reinspielen. Es ist nicht diese einfache Aussage, das ist genau so, sondern man muss mehrere Punkte beleuchten. Aus technischer Sicht ist der Markt auch sehr trendstark. Ganz klar, hat hier diese Anstiegswelle gesehen und im Tageschart auch diese Anstiegswelle, nur ein kleiner Rücksetzer und ist dann weitergelaufen. Diese Trendstärke, die kann sich auch weiter fortsetzen und er kann einfach so weiterlaufen. Ich, wenn ich kein Gold im Moment hätte, würde ich darauf warten, dass mögliche Unterstützungsmarken angelaufen werden. Wenn ich Gold habe, habe ich auch, dann ist das für mich überhaupt kein Grund, jetzt aus dem Markt rauszugehen, sondern diese Trendstärke kann sich fortsetzen und dann gilt es auch darauf zu achten, wie die nächsten Wirtschaftsdaten ausfallen werden und inwieweit das dann tatsächlich den Goldpreis beeinträchtigt, welche dieser Komponenten sich dann beim Goldpreis auch durchsetzt und wie sich die US-Dollar-Stärke entwickelt. Apropos US-Dollar, haben wir noch gar nicht drauf geschaut. Wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir uns natürlich auch mal den Chart anschauen. Der UUP, also der größte ETF auf den Goldpreis, auf den US-Dollar natürlich, zeigt, dass er hier auch schon wieder an Unterstützung angekommen ist. Offene Lücke hier, Kampf um die 61%, hat auch entsprechend die Unterstützung, die man hier sehen kann. Ich zeichne sie euch jetzt hier mal als Pfeil ein. Eine leicht steigende Unterstützung, falls er dahin kommen sollte, ist die Unterstützung größer. Ansonsten gilt es abzuwarten, was aus diesem Kampf hier wird. 61% und offene Lücke hat das Potenzial, zum Beispiel, wenn es sich auch noch über eine Formation bestätigt, wieder in Richtung der 28,30, diese offene Lücke hier, gegebenenfalls sogar dann Richtung 28,60, 28,70, 200-Tage-Linie zu steigen. Da ist technisch gesehen dann wieder mehr Widerstand für den US-Dollar. Und damit noch der Blick auf die Übernahme von Newmont. Das Unternehmen ist ja der weltweit größte Bergbaukonzern, was die Goldförderung angeht. Und jetzt will man nochmal nachlegen und noch größer werden. Newmont möchte nämlich den australischen Bergbaukonzern Newcrest übernehmen. Man hat im Februar schon mal ein Angebot vorgelegt und das wurde jetzt nochmal deutlich aufgebessert um 16% auf 19,5 Milliarden US-Dollar. Falls die Übernahme tatsächlich durchgeht, dann wäre sie die drittgrößte weltweit in diesem Jahr. Und es würde auch nochmal die Stellung von Newmont im Goldsektor verstärken vielmehr, weil der größte Erzrivale Barrick Gold, der ist gar nicht so weit entfernt von Newmont, was die Outputmenge angeht. Wenn die Übernahme durch ist, so sie denn passiert, dann würde die Outputmenge bei Gold von Newmont doppelt so hoch sein wie die des Konkurrenten Barrick Golds und dann entsprechend auch noch das Gewicht von Newmont im Sektor vergrößern. Allerdings muss man sich auch nochmal die Finanzkennzahlen und Bewertungskennzahlen anschauen. Da sieht es bei Newmont, ja, ich sag mal, nicht ganz so günstig aus. 27er KGV in diesem Jahr und 21 im nächsten Jahr.
liegt leicht über dem Sektorschnitt von 17 bzw. 13. Die Bilanzkennzahlen sind aber im Rahmen dessen, was auch im gesamten Durchschnitt des Marktes zu sehen ist. Und damit der Blick auf den Chart. Bei Newmont muss man ganz klar im Monatschart festhalten, hier horizontale wichtige Widerstandsmarke 54 fällt auch noch zusammen hier knapp mit der 20-Monatslinie. Deutliches Brett, was die Bullen da vor der Brust haben. Im Tageschart aber auch hier, ähnlich wie bei Gold selbst, aktuelle Trendstärke, die kann sich weiter fortsetzen. Aus aktueller Sicht kein Punkt, um hier in den Markt einzusteigen. Dafür würde ich eher darauf warten, ob diese Unterstützungen, die wir im Tageschart sehen, bei 47 in etwa, gegebenenfalls auch etwas darunter, rund 46,30, die 61% der Aufwärtswelle, ob das dann hält. Hier hat der Markt das Potenzial wieder für eine Gegenbewegung. Oder falls es tatsächlich zu einer Konsolidierung kommt, im Moment sehen wir das noch nicht, dann Potenzial für eine nächste Anstiegsbewegung. Es hängt natürlich an dem, was wir auch schon zu Gold gesagt haben und ob diese Übernahme tatsächlich dann auch klappt. Scheint aber im Moment gut zu sein, weil es eher nach einer freundlichen Übernahme aussieht. Newcrest, die Firma, die übernommen werden soll, die hat sich auch in die Bücher blicken lassen. Also es ist nicht diese feindliche Übernahme, die wir ab und zu auch mal sehen im Markt. Soweit kurz und kompakt an dieser Stelle die Zusammenfassung. Heute Nachmittag natürlich nochmal der Blick auf die Ergebnisse der Inflationsdaten aus den USA. Gerne ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann bis später. Macht's gut. Ciao.